das gibt es nicht. Servus, liebe Freunde. Wir befinden uns heute in Berlin. Und nein, also ja, wir gehen nachher auch noch zu den Eisbären Berlin zu den Männern. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Spiel der Frauen. Denn die wollen einen deutschen Rekord probieren. Nämlich die Mercedes-Benz Arena so voll machen, wie es nur geht. Und somit den Rekord von über 1600 Zuschauern knacken, glaube ich, für die erste Frauenliga. Wird sehr interessant, bin ich gespannt und freue mich auch schon richtig drauf. Also, wir sehen uns gleich. Uns erstmal einen Schal. So, jetzt habe ich den Platz gefunden. Leider ist nicht die ganze Halle geöffnet, aber so habe ich die Mehrheit der Gegentribüne drauf, weil ab hier darf man nicht mehr sitzen. Aktuell, außer es wird noch voller. Aber ich habe die Fankurve auch gut drauf. Also ist jetzt angenehm hier. Die großen Fahnenschwenker sind auch schon bereit. Das wird richtig Bock machen. Oh, das wird klasse für die Damen, die werden sich freuen. Liebe. Der deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel der Eisbären Juniors gegen den EC Bergkamener Bären. Unser Gästen aus Bergkamener, herzlich willkommen hier in der Mercedes-Benz Arena zu Berlin. Wir begrüßen an dieser Stelle natürlich ganz herzlich Bulli, Bulli Bambini. In der deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Ein erfolgreiches Amtier.
Kommen wir aber mal eben zur kurzen Vereinsgeschichte. Die Frauen der Eisbären Juniors Berlin sind nicht schon immer unter dem Dachverband des deutschen Hauptstadtclubs. Tatsächlich ist dies erst seit 2017 der Fall, denn vorher spielten die Damen wirklich erfolgreiches Eishockey im Verein des OSC Berlin, Olympischer Sportclub Berlin. Dort spielten die Frauen zwischen 1988 und 2016. In der Zeit, also 28 Jahre, wurde man viermal DEB-Pokalsieger und holte fünfmal die deutsche Meisterschaft. 2017 wechselte die komplette Mannschaft des OSC Berlin zu den Eisbären Juniors. Dies sollte dem einfachen Grund haben, dass man mehr Aufmerksamkeit und Sponsorengelder erreichen wollte. Seit dem Beitritt blieben die großen Erfolge jedoch noch aus. Lediglich 2021 wurde man deutscher Vizemeister. Normalerweise spielen die Frauen im Wellblechpalast in Berlin, der eine Maximalkapazität von 4.695 Zuschauern hat. Leider hat meine Recherche gezeigt, dass wohl nur selten mehr als 200 Besucher den Weg zu den Spielen der Damen finden. Also, wenn ihr Eishockey mögt, liebt oder unterstützen wollt, dann macht das doch auch in der Frauenbundesliga und gebt dort auch alles. Zurück in die Arena. Tages, die Eisbären und die Eisbären Juniors beleidigen sich bei allen. Jawohl. Wir haben heute die Nacht hier in der Fensterlinie sind. Neuer deutscher Rekord für Bundesfrauen-Eishockey-Liga. Danke an 2.801 Besucher und Besucherinnen hier am heutigen Tag. Herzlichen Dank. Komm, Rai! Das gibt's nicht! Oh, Scheiße! Komm!
Oh, das gibt es nicht. So, das war also das Spiel der Damen von den Eisbären Berlin und dem EC Berghammen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Rekord. 2.801 Zuschauer waren es, glaube ich. Das ist der neue Rekord hier in Deutschland für ein Frauen-Bundesliga-Spiel. Glückwunsch dafür, wirklich. Habt ihr euch verdient. So, und bevor wir jetzt zum Fazit kommen, möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar den Schal, den ich mir besorgt habe. Juniors Berlin, ja. Das zählt auch für die Damen. Die stehen nämlich auch unter dem Verband der Eisbären Juniors. Also die sind nicht extra abgekoppelt, dass man sagen kann, das sind die Eisbären in Berlin. Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen ist es ein Juniors Berlin Schal geworden. Dennoch zählt's. Zählt auf jeden Fall. Das heißt, ich habe auch meinen obligatorischen Schal dafür, beziehungsweise den Schal dafür, dass ich in dem Stadion war. Beziehungsweise auch bei der Mannschaft als Heimspiel. So, das Spiel selber. 1-0 für Berghammen, aber dennoch ist es wirklich nur ein Tor gefallen. Man hat halt auch wirklich gemerkt, wirklich, wenn die Eisbären aufs Tor gegangen sind, sie hatten viele große Chancen, muss man einfach sagen. Es waren viele große Chancen da, nur dieses letzte Müh. Ich glaube, da war noch ein bisschen Nervosität dabei, wirklich wegen dieser ganzen Kulisse. Es war ja wirklich auch das erste Mal. Und das hat man beim Abschluss wirklich gemerkt. Und hier und da in vereinzelten Aktionen. Das war wirklich noch was ganz, ganz anderes. Schön fand ich wirklich auch, dass die Fans wirklich alles gegeben haben. Wie gesagt, die Damen haben auch verloren. Aber es gab auch eine riesen Szenerie an Applaus, auch als der Rekord verkündet wurde. Da war auch ein bisschen Gänsehaut dabei, als die Damen dann verabschiedet wurden, dass sie wirklich diesen Rekord geknackt haben. Der Rekord ist in Berlin, der bleibt in Berlin erstmal. Also ihr habt die Szene ja auch gesehen. Also da hatte ich wirklich ganz kurz Gänsehaut. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten danke ich euch vielmals. Das war mein erstes Eishockeyspiel der Damen. Also erstmal Bundesliga von der Frauenmannschaft. Dafür war es wirklich sehr gut. Hat mir gefallen. Könnte man gerne nochmal machen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Gebt dem Video gerne ein Like nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, egal was ihr kommt. Macht's gut und ciao.